Jo Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zum ersten Video hier auf meinem Kanal von der Landwirtschaftssimulator 22 Platinum Edition. Wir sind heute auf der Silver Run Forest und wer ist mit dabei? Der Praktikant hier in einem schicken Volvo. Der gerade wieder irgendwelche komischen Probleme hat, der Praktikant. Gut, auf jeden Fall, was erwartet uns hier in der Platinum Edition? Für alle Forstfreunde, mich eingeschlossen, ist es ein wirklich geiles Update, weil ihr habt hier so viele Möglichkeiten, die ich euch jetzt gleich einfach mal zeigen möchte. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt auch hier fliegen können. Ja, können wir. Und dann habt ihr einfach mal so einen kleinen groben Überblick, wie riesig das hier eigentlich alles ist und was euch auf dieser Map Schönes erwarten kann. Also wir haben hier wirklich ganz, ganz viele Bäume. Wer die Bäume mal zählen möchte, viel Spaß. Und hier können wir wirklich große Forstprojekte machen. Der Praktikant ist, wie gesagt, auch heute mit am Start, der mich hier tatkräftig mehr oder weniger unterstützen wird. Und wenn ihr drauf Bock habt, können wir auch mal so eine kleine Multiplayer-Session machen. Ich denke, das wäre insbesondere ziemlich cool, weil wir haben ja hier so viele Aufgaben zusammen zu erledigen. Und hier gibt es so viel zu entdecken. Und heute werden wir dann einfach mal so einen kleinen Start hier vornehmen. Was hat der Praktikant schon wieder gekauft? 100 Euro für neue Fahrzeuge. Praktikant, was hast du denn da schon wieder? Sag mal, hat der da irgend so ein Spray, womit der hier rumsprayt? Pack das Dingen weg. Danke. Okay, dann würde ich vorschlagen, Praktikant, wir fahren dann jetzt mal mit zwei getrennten Fahrzeugen. Ja. Es ist alles sehr interessant hier. Ich weiß jetzt nicht, was wir hier überhaupt für Fahrzeuge haben. Okay. Irgendwie nicht so viel gerade. Das ist aber kein Problem. Wir holen uns dann im Shop einmal einen neuen LKW. Ich würde gerne diesen etwas größeren Volvo nehmen. Ich denke mal, das ist ganz cool. Weil ich jetzt nicht weiß, ob das fürs Gelände so geeignet ist. Was haben wir denn sonst noch für Fahrzeuge? Also ihr habt hier wirklich ganz, ganz viele neue Fahrzeuge. Volvo ist jetzt halt auch eine sehr große Marke, die hier mit am Start ist. Und wir können hier sogar ein Boot bauen, habe ich gelesen. Also das ist wirklich sehr spannend. Finde ich lustig, dass der Landwirtschaftssimulator auch so langsam sein vollstes Potenzial entfalten kann. Ich glaube, ich nur hole mir diesen wunderschönen John Deere. So, okay, gut. Ich bin hier am Händler, der Praktikant auch. Gut, Praktikant, dann würde ich einfach mal vorschlagen, fahren wir jetzt mal los Richtung Wald. Ich muss mal eben die Karte hier aufrufen, weil ich habe jetzt auch noch nicht viel hier drauf gespielt. Wir haben hier einen Zug, okay. Wir haben hier ein Containerlagerhaus, wir haben aber auch hier oben ein altes Sägewerk. Ich würde vorschlagen, wir fahren jetzt einfach mal hier die Bahnstrecke entlang. Einmal links rum müsste es sein. Dann fahren wir einfach mal da hoch. Ich fahre 53. Praktikant fährt jetzt, glaube ich, auch nicht viel schneller. Und dann passt das. So, da seht ihr auch die alte Lokomotive. Die man natürlich auch hier ganz klassisch beladen kann. Mit Holz, denke ich mal. Könnte ich mir vorstellen. Wie viele Gleise sind dort? Okay, zwei Gleise. Hier haben wir eine Möglichkeit, reinzufahren. Also wie gesagt, die Silver Run Forest ist halt eine amerikanische Karte. Beziehungsweise halt so, ne, im pazifischen Nordwesten. Es kann halt auch in Kanada sein, aber sagen wir jetzt einfach mal ganz klassisch, ist eine amerikanische Karte, nordamerikanische Karte, und das finde ich auch ziemlich cool, weil vielleicht kennt der ein oder andere von euch auch dieses Holzfäller-Extrem. Das habe ich ja damals schon mal als YouTube-Format gemacht und das war schon richtig cool. So, hier habt ihr auch wieder eine Möglichkeit, in den Wald reinzufahren. So, Praktikant, ich muss mal ganz kurz gucken, wo wir am besten herfahren. Okay, wir sind gleich da. Hier vorne haben wir nochmal eine Tankstelle. Also Tankstellen haben wir hier wirklich viele. Achso, hier kommt man auch nochmal in den Wald rein. Okay. This will drive you crazy. Okay, cool. Was ich hier aber eben auch schon gesehen habe, ist, hier sind immer so kleine versteckte Bächlein. Die sehen wirklich schön aus. Also, das macht schon Spaß, hier drüber zu fahren und vieles zu entdecken. Gut, ich würde vorschlagen, wir fahren einfach mal hier rein. Passen kurz auf. Wegen möglichen Zügen.
Karte mache ich mal wieder kleiner. Und dann geht es eigentlich auch schon bald los. Achso, genau, das ist jetzt hier das alte Sägewerk. Hier haben wir auch schon einiges an Holz, okay. Ja, spannend, perfekt. Supi. Beim klassischen Hof haben wir hier, glaube ich, gar nicht. Also es ist wirklich eine reine Forstmap, so wie ich das eben gesehen habe. Für alle Forstfreunde unter euch. Es ist wirklich richtig, richtig nice. Okay, da vorne ist dann wohl schon das Map-Ende. Ich schätze mal, dass die Karte so knapp 2x2 Kilometer groß ist. Ich gehe hier nochmal kurz auf die obere Karte. Genau. Wir sind, ach so genau, wir sind hier oben. Richtig. Ich würde vorschlagen, wir fahren jetzt einfach mal links rum. Und gucken mal uns noch so ein bisschen von der Karte an. Da machen wir heute so ein kleines Turnaround. Schauen einfach mal, was uns hier Schönes erwartet. Oh, hier haben wir auch ganz andere Bäumchen. Aber was ich jetzt auf jeden Fall mal kurz ausprobieren möchte, ist Folgendes. Wartet mal, ich muss mal eben... Oh, speichern ist immer wichtig. Klar, absolut. Und wenn du dir die Platinum Edition vorbestellen möchtest, kannst du das gerne über den Link in meiner Videobeschreibung tun. Dann unterstützt du mich dabei und es kostet dich nicht mehr. So, wo war das denn jetzt nochmal? Ich muss mal ganz kurz gucken. Stop and go passt und das ist auch okay. So, dann gehen wir mal kurz wieder auf den Shop. Jetzt muss ich mal eben schauen, wo der Praktikant, ah hier, okay, das Markierungsspray gefunden hat. Das ist denn so eine schöne Farbe, so ein Orangeton ist, glaube ich, ganz toll. Ah, die haben wir schon standardmäßig. Können wir das jetzt hier, darfst diesen Baum nicht markieren. Okay. Wahrscheinlich, weil wir dieses Gebiet nicht besitzen. Aber guckt euch mal diese Bäume an. Das ist krass. Oh. Hier können wir uns gegenseitig ansprühen. Ja, sollte man jetzt vielleicht nicht machen. Ich schau mal kurz wegen der Ländereien hier. So, was gehört uns und was gehört uns nicht? Das aktive Helfer. So, Land. Was gehört uns? Das unten gehört uns. Praktikant, wir fahren nochmal hier runter. Oder können wir uns auch irgendwo hin teleportieren? Wir fahren nochmal nach unten, weil wir haben hier leider keinen Zugriff auf dieses Land. Aber das ist kein Problem. Oh, da kommt gerade ein Zug. Boah, das ist ja eine coole Lok. Die gefällt mir richtig gut. Geile Sache. So, komm. Geh mal auf. Praktikant. Vorsicht. Ja, die Schranke ist doch noch unten, Mensch. Praktikant, die Schranke ist noch unten. Das heißt, sag mal. Das heißt, wir dürfen nicht drüber fahren. So, Stoppschild. Gucken. 3 Sekunden. Warte. Ich bin halt am Hupen, dieser Verkehrsraudi. Okay. Weiter fahren wir dann Richtung Süden. Boah, das finde ich so spannend, was wir hier einfach für Möglichkeiten haben im Bereich Forstwirtschaft. Das ist echt verrückt. Maglife. Choose me. Oh jo. So. Wir sind auch gleich schon unten angekommen. Nur ich habe jetzt gerade noch zwei. Warum haben wir denn nur noch 2000? Hä? Wir haben nur noch 2089 Euro. Praktikant, hast du wieder was damit zu tun? Ich weiß es wirklich nicht. Da er gehupt hat, gehe ich mal von ja aus. Aber jetzt habt ihr schon mal diesen Part der Karte zweimal gesehen. Cool. Läuft. So, hier haben wir noch eine kleine Einfädelspur. Damit kommen wir dann auch mehr in dieses Gebiet. Aber ich glaube, das wäre schon ganz cool, wenn man jetzt hier einfach mit einem Praktikanten oder auch noch mit jemand anderem beispielsweise spielt. Ich glaube, das wird auch richtig Spaß machen. Wenn du darauf Bock hast. Alter Schwede. Praktikant. Also das üben wir aber nochmal. Meine Güte, der fährt sich aber auch hier in Kram zusammen. Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, mal eine Runde mitzuzocken oder so, ich glaube, das wäre schon eine coole Sache, was man hier machen kann. So im Livestream ist immer schwierig einzurichten, aber so als Aufnahme wäre das, denke ich mal, eine coole Sache. Ne? Also wenn ihr da Bock drauf habt, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und dann gucken wir einfach mal, wie das hier alles so ablaufen könnte. So, jetzt muss ich noch mal schauen. Hier vorne
ist der Bahnhof. Also die Hinfahrt hat mir nicht so lange gedauert wie jetzt. Okay. So, was haben wir da? Ach, da ist der Rollercoaster. Cool. Das ist ja cool. Oh, da ist wirklich heruntergekommen. Wir parken mal kurz hier. So, wo ist denn das? Fragezeichen. Benötigte Güter. Holzbalken, Bretter, lange Bretter, Metall, Holzfliesen und Treppengeländer. Dann werden wir das als Mission auch mal haben. Ja, wie komme ich denn nicht hier hoch? Wir kommen hier leider nicht rein. Okay. Na gut. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, das zu reparieren. Dann haben wir da ja schon mal einen Auftrag. Ich gucke nochmal ganz kurz. Hier haben wir, wir sind da. Also kann ich diesen Baum hier markieren? Ich markiere einfach mal den kleinen Baum hier. Ah, schön. Das hat schon mal gut funktioniert. Wie sieht es bei dem etwas größeren aus? Sehr schön. Wie oft können wir den besprayen? Okay, nur einmal. Perfekt. Super. Weil dann wissen wir zumindest schon mal, insbesondere im Multiplayer finde ich das schön, dass das hier alles so gut erkennbar ist, welche Bäume dann auch gefällt werden können. Was ich jetzt nicht empfehlen würde, wäre mit Motorsäge. Praktikant ohne Motorsäge. Das Ding kriegen wir doch niemals rüber. Ach man, also der Praktikant, der macht schon echt Blödsinn. Ach so, wir haben jetzt auch noch... Ah, okay, stimmt, wir hatten das ja in Orange. Weil der Praktikant das gekauft hat, haben wir das dann halt dementsprechend so, okay. Gut zu wissen. Du darfst diesen Baum nicht markieren. Wieso nicht? Anscheinend gehört der nicht mehr zu uns. Naja, okay. Prima. Gut, Freunde. Dann würde ich auch sagen, werde ich jetzt mal mit dem Praktikant kurz eine Teambesprechung machen, um zu schauen, wie er schon mit dem Kopf so nickt. Oder schüttelt, besser gesagt. Nickt macht er ja nicht. Geil. Okay, also auf jeden Fall werden wir jetzt einmal so eine kleine Teambesprechung machen und dann wird es hier wahrscheinlich dann zu unserem ersten Auftrag führen, weil wir brauchen dringend Geld. Wir haben nicht mehr viel Geld und sollten so langsam auch mal etwas hier machen. Dementsprechend seid gespannt auf die nächste Folge. Ich freue mich auf jeden Fall sehr hier auf neue Videos aus der schönen Platinum Edition. Und denkt dran, wenn ihr mich unterstützen möchtet mit dem Kauf der Platinum Edition, macht das gerne über den Link unten in der Videobeschreibung. Oder vielleicht habt ihr es schon gekauft bei Steam oder wo auch immer. Ne? Deswegen. Und wenn ihr dann das Spiel habt, schreibt mir gerne mal auf Discord oder halt in den Discord-Channel von uns, die Laberecke beispielsweise. Der Link dazu ist auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr mal Bock habt mitzuspielen. In diesem Sinne, bleibt gesund, wir hören uns. Bis dahin, euer Benny und Praktikant.